Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Entschuldigt, dass ich gerade ein bisschen quietschig klinge. Ich bin gerade aufgestanden. Ich wollte noch mal schauen, ob ich eventuell mehr erreichen kann bei Dagobert Duck. Und deswegen lasse ich jetzt mal schnell eine Aufnahme nebenbei laufen. Ich kann ihn gar nicht ansprechen. Oh. Sei gegrüßt, Nachbar. Ei, hallo. Ich würde gerne einige Dinge bestellen, ja? Nach was suchst du? Eigentlich ist es ja Kleidung. Und es wäre für 1050 die Brille. Bist du sicher, dass du das kaufen möchtest? Die Gegenstände werden in dein Inventar geschickt. Ja. Ich werde dann auch direkt mal ganz schnell noch was fürs Lager mitkaufen. Nicht, dass der Bug dann wiederkommt. Ich meine, 10 habe ich noch. Das ist ja auch schön und gut, aber wenn wir jetzt irgendwas bekommen und dann der Bug wieder kommt, vielleicht ist das Event jetzt auch vorbei. Gut, dann haben wir alle nichts davon gehabt. Ich kaufe mal einfach entsprechend 50.000 und ich bräuchte eigentlich dann auch noch. Achso, das ist ja natürlich nicht unter Lager, sondern unter Tische. Da bräuchte ich, da hätte ich jetzt 39 noch, da brauche ich dann auch nochmal dementsprechend. Ja, sagen wir nochmal 20 dazu. So, Panikkauf jetzt gerade auf die Schnelle. Okay, aber zumindest das hat jetzt Oh, ich hoffe, funktioniert. mein Geldspeicher hält dich. Setze die 3D-Brille auf. Das mache ich lieber draußen. Oh, die Toilette, die kaufe ich mir aber auch nochmal eben Sei kurz. gegrüßt, Nachbar. So. Auf Wiedersehen und bis Ist bald. hier noch irgendwas Wichtiges? Die Sachen könnten wir uns auch noch mal kurz kaufen, weil die sind ja neu. Ah, Ansonsten würde ich freundlichen den Rest Dank. nämlich gleich Hallo. kaufen, wenn ihr nicht dabei Auf seid. Wiedersehen Aber und bis bald. ja, komm, Hallo. komm, komm. Ah, Oh Gott, ich habe gerade jetzt voll Panik, dass jetzt irgendetwas davon doch nicht nicht funktionieren könnte. Also wie gesagt, ich habe den Support angeschrieben. Anscheinend, oh, das kenne ich noch gar nicht. Anscheinend haben die sich dann gedacht, okay, wir schmeißen jetzt einfach mal ein das Event Schurke raus, und weil die seine Leute eh nichts damit Reichtümer anfangen werden können. bald getrennt, Zumindest kommt es gerade weißt so rüber. Oder das Event wäre. Ach, das ist da ganz oben. Kann man das dann auch sehen zum Kaufen? Anscheinend nicht. Oder ist das das gar nicht von da ganz oben? Das ist wahrscheinlich verbuggt, dass es unten hängen sollte. Nehme ich mal an. Und man kann es deswegen nicht kaufen. Schade. Aber gut, ist nicht so schlimm. Ist hier noch irgendwas, was ich auf die Schnelle noch holen muss? Achso, ich könnte mal ausprobieren, ob wir jetzt nochmal. Nee, nochmal kriegen wir hier keine Socke raus. Okay, ich gehe dann gleich nochmal zu Dagobert rein. Hallo. So, setze die 3D-Brille auf. Das machen wir doch mal eben. Interagiere mit dem Schild von Oswalds Haus, während du die 3D-Brille trägst. Okay. Machen wir. Also, nee, kann ich ja gar nicht direkt hin teleportieren. Das ist immer so einladend, wenn das so rosa ist, denke ich immer, ich kann da direkt hin teleportieren. Ich hoffe, ihr gehört jetzt die Geräusche nicht im Hintergrund, weil das ist jetzt, wie gesagt, wirklich so eine Notaufnahme, die ich jetzt gerade zwischendurch mache. Und ja, den Rest möchte ich dann gleich wieder mit zur Tür machen, wenn mich hier keiner mehr stören kann. So, interagiere mit dem Schild. Das Schild haben wir hier. Was für ein Glücksfall! Also gut, Oswald, lass uns dein Haus fertig bauen. Ja! Erstaunlich! Du siehst aus, als wärst du bereit, einen futuristischen Film zu sehen. Bist du bereit, dein Haus in die dritte Dimension zu bringen? Und wie? Ah, cool. Das sieht immer cool aus. Meine Güte, schau dir das an. Es trifft alle Sechse. Ich wusste, dass alles klappen würde, aber trotzdem. Danke, Gameplayerin. Ich helfe gerne. Hüpfende Eidechse, ich muss mein Haus einrichten. Sag mir Bescheid. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Sag mir Bescheid, wenn du in Zukunft bei irgendwas Hilfe brauchst, okay? Jetzt, da wir richtig kommunizieren können, bin ich sicher, dass wir gemeinsam Großes erreichen werden. Du sagst es, meine Liebe. Wir sehen uns später. Ich wünsche Ja, dir einen cool. wundervollen Sieht auch cool Tag. aus mit dem Moment. Da mache ich mal eben kurz ein Bild von. Aber dann ein großes Bild. Warum habe ich jetzt hier dieses blöde Zeichen drin? Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Hallo. Ach so, das ist wegen dem.
So, und guck mal in die Kamera. So, ja, so reicht das. Ich bin zwar ein bisschen unscharf, habe ich das Gefühl. So, okay, die zwei Bilder reichen mir. Sehr, sehr geil. Now playing the Lucky Rabbit. Gehen wir mal kurz rein, um uns das anzugucken. Ach, cool. Ja, ich hätte das wirklich neben Monster AG machen sollen. Aber konnte ich ja nicht. Ich müsste das ja, wenn, dann im Nachhinein rüberziehen. Weil die würden hier bestimmt auch gerne mal auftreten mit ihrer Comedy-Show. Die hätten dann das perfekte, die perfekte Umgebung. Ja, wirklich cool, cool, cool. Ich finde es richtig, richtig geil. Kann man da nochmal eben... Moment, das ist doch bestimmt... Lalalala. So, Moment, Moment. Ihr wisst schon wieder, was kommt, ne? Ich möchte gerne... Ja, aber ohne, komm. Andere Seite. Das wollte ich gerade nicht. Ja, genau. So wollte ich. Ja, so ähnlich wollte ich das. Aber egal. Ist ja auch egal. Ja, cool. Dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Dann gucke ich mal, dass Oswald ein bisschen gefüttert wird. Und dann sehen wir uns gleich sofort wieder mit der nächsten Aufgabe von Oswald. Oh, ich bin total happy. Weil ich muss dazu sagen, der Kundenservice hatte sich mit einer Standardantwort gemeldet, dass die sich um das Problem kümmern werden. Ich habe aber vorher schon im Internet gesehen, auf deren Hilfeseite, dass seit ja mittlerweile 11 Tagen mindestens das Problem schon bekannt ist, weil da haben die nämlich eine FAQ rausgebracht, also so eine Frage, sage ich jetzt mal, rausgebracht, was man tun sollte, wenn dieses Problem eben auftritt. Ja, und jetzt sind anscheinend alle Event-Quests raus. Finde ich komisch, aber gut. Auf der anderen Seite, ich habe von dem Event auch nichts mitbekommen, weil ich halt die Sachen nicht machen konnte, weil die Quests ja so verbuggt waren. Ja, die haben dann standardmäßig nur geantwortet, dass sie das jetzt aufgenommen haben und an das Entwicklerteam weitergeschickt haben und dass sie sich um das Problem kümmern. Und ich habe mir nur gedacht, okay, von heute an gesehen, jetzt seit 11 Tagen ist denen das mindestens bekannt, da wird sich dann auch nichts mehr tun. Aber so aus dem Bauchgefühl heraus wollte ich dann nochmal nach Dagobert, ich muss ja sowieso jeden Tag da mal hin zum Einkaufen. Wow, mir fällt so ein Stein vom Herzen, kann ich euch nur sagen. Okay, wir machen hier einen Cut und wir sehen uns sofort wieder mit der nächsten Oswald-Quest. So, unser Ziel befindet sich in Jeremie. Da werden wir uns jetzt hier aufmachen, beziehungsweise zum Ziel aufmachen. Hallöchen! Wie hast du dich eingelebt, Oswald? Ha. Nun, es ist so, mein Haus ist echt klasse. Wenn ich mich schlafen lege, bin ich weg wie nix. Oh, aber nein. Es ist zu bequem. Ich schlafe immer aus, bis der Hahn seinen Mittagsschlaf hält. Dann wollen wir mal sehen, was wir dagegen tun können. Verpasst du etwas Wichtiges, wenn du ausschläfst? Und auch diesen pelzigen blauen Kerl, Stitch. Ich sage dir, eine Runde quatschen und ich wusste, dass wir zwei Seiten derselben Medaille sind. Aber er steht früher auf, als der Mond untergeht. Ah, ich sehe das Problem. Was ist, wenn wir versuchen, einen Wecker für dich zu besorgen? Nur einen? Wenn ich penne, braucht es eine Blaskapelle, um durch die Ohren zu kommen, Gameplayerin. Aber ein Haufen Wecker könnte auch funktionieren. Klar. Ich brauche mechanische Teile, Bronzebarren, Kunststoffreste und etwas Zink. Das hört sich nicht gut an, weil mechanische Teile, glaube ich, waren sehr teuer. Ich sollte damit in der Lage sein, einen Haufen Wecker herzustellen. Das wäre klasse, danke. Ich schätze, du bist eine, die auf den Mund gefallen ist. Du meinst es ernst. Hab noch einen. Ja, definitiv. Moment, das hat er jetzt aber schon... Ja, hat er automatisch... Warum hat er das eigentlich automatisch angenommen? Okay, ja, ich beschwere mich nicht. Kein Thema. Ich bin es halt nur nicht gewohnt. Vielleicht haben sie auch irgendwas umgestellt jetzt mittlerweile bei Disney. Ist das euer Ernst? Ich brauche 50 Kunststoffreste. Oh, kann ich noch eben was wegtun? Also Bronzebarren, boah. Ich weiß nicht, ob ich davon so viel habe, dass ich die herstellen kann. 35 mechanische Teile. Wie viel braucht der denn? 140 Wecker oder was? Wir haben hier von ein paar Wecker gesprochen. Also 3 Stück oder so. Oh Gott, ihr wollt mich doch veräppeln, oder?
Vor allen Dingen Kunststoffreste. Kunststoffreste. Sind das diese, ist das dieses Plastik, was man einsammelt? Da, ja, da habe ich, glaube ich, mehr von. Also 15 Bronzebarren und 35 mechanische Teile. Ach du Scheiße. 15 Bronzebarren. Okay, die würde ich auf jeden Fall hinkriegen. 15 Bronzebarren, so. 35 habe ich, glaube ich, gesagt. 35 mechanische Teile. Oh, was ist das denn? Kann man das angucken? Nee, kann man nicht angucken, ne? Ja, keine Ahnung, was es ist, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, was wir hier dazu bekommen haben. Wann auch immer. Haben wir auch was dazu bekommen? Ja. Bronzefahrt. Okay, ja. Keine Ahnung. Ach, hier sind sie. Ja, ich wusste es. Also wir müssen nochmal 35 Bronzebarren machen und der Knackpunkt wird wahrscheinlich jetzt... Ja, das dachte ich mir schon. Wir haben nicht genug Zink. Och, und ich wollte so gerne die Ausgabe, also die Aufnahme für morgen machen, aber ich werde es nicht schaffen, jetzt so viel Zink zusammenzukriegen. Ach, das ist wieder typisch Disney. Es ist echt schade. Weil man fängt an, etwas aufzunehmen oder ihr würdet jetzt anfangen, im Endeffekt die Quest zu machen und man kann sie nicht beenden, weil man halt nicht weiterkommt, weil man erstmal eine Woche oder so dann die Sachen suchen muss. Oh, das ist echt schade. Messingbarren braucht man auch, doch einer, ne? Ja, auch 35 von. Das heißt, wir machen jetzt schon mal 5 und bräuchten dann noch 30. Ja, es wird Moment. Ah nee, ich konnte die ja noch nicht her... Beziehungsweise, doch, ich kann die ja schon mal herstellen. So. Dann habe ich da die 5 zumindest schon mal drin, dass ich mich jetzt hier nicht mit vertue. Ja, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Dann muss ich hier nochmal einen Cut machen. Ich vermute allerdings, dass es diesmal länger dauert. Ich weiß also nicht, ob dann tatsächlich morgen, also das wäre dann Sonntag, auch wirklich eine Folge rauskommt. Im Moment hänge ich ja ein bisschen mit den Folgen hinterher, dass ich quasi immer für einen Tag danach am Produzieren bin. Dadurch, dass ich halt nichts machen konnte, letztes Mal wegen dem Bug, wegen dieser Quest mit der 3D-Brille, davor dann mit den anderen Bugs, die dann noch im Spiel waren. Und man hat immer gehangen und immer gewartet, bis sich dann das Service-Team wieder meldet. Und ja, naja, also ich werde mich jetzt mal aufmachen. Ich denke nicht, dass ich das heute in einen Rutsch schaffen werde. Aber ja, ihr werdet es nie erfahren, außer dadurch, dass ihr jetzt nachvollziehen könnt, ob diese Folge am Sonntag hochgeladen wurde bzw. freigegeben wurde oder nicht. Ja, ich werde mich auf die Suche machen nach Zink war es, glaube ich, und dann sehen wir uns gleich wieder. Sieh nur. So, jetzt sollten wir endlich alles zusammen haben. 14 Teile. Stelle ein Set von Oswaldschen Weckern her. Funktionelle Gegenstände. Ja. Oh nein, jetzt brauche ich nochmal Zink. Wollt ihr mich denn veräppeln? Wieso kann man sowas nicht im Vorfeld dann sagen, dass man da auch nochmal was zu braucht? Okay, wir haben jetzt 2 Tage später. Beziehungsweise, nee, ich bin einen Tag später jetzt in der Aufnahme. Ich werde jetzt versuchen, nochmal eine Runde zu machen. Ich hoffe, dass die Sachen gleich wiederkommen. Und Moment, brauchte ich da jetzt 10 oder 20, bevor ich da jetzt wieder einen Fehler mache? Ich bin gerade etwas mit den Nerven am Ende. Es tut mir leid, weil ich bin 2-mal, 3-mal am Tag jetzt hier reingegangen und offenbar war das ja jetzt egal, weil wir ja trotzdem immer noch 10 von dem Zink brauchen. 10 Stück sind es. Okay. Dann werde ich das jetzt nochmal rausschneiden und wir sehen uns gleich nochmal hier wieder. So, auf ein neues. Es tut mir leid, dass ich gerade so mit den Nerven am Ende bin, aber diese Aufgabe, ja, dieses ewige Grinden, das nervt einfach nur. Und wenn man dann die Aufnahme nicht am Stück machen kann, sondern über 2-3 Tage dann immer wieder rein muss und immer wieder sammeln muss, ist es einfach nur... Ja.
So ähnlich wie das Wetter gerade um uns herum. Bringe das Set Oswaldsche Wecker zu Oswald. Dafür müssten wir erstmal wissen, wo der Kerl gerade ist. Da ist er. Ich habe übrigens gerade schon mal, also gerade nicht, ist schon eine Weile her jetzt, aber vor kurzem angefangen, so ein bisschen was aufzustellen da in seiner Ecke, wo ich sein Haus hingestellt habe. Und ja, das wird sicher noch was Lustiges werden. Allerdings bräuchte ich eigentlich noch ein paar passende Requisiten. Die habe ich leider noch nicht alle. So, bitteschön, Oswald. Hallöchen! Bitte sehr, Oswald. Wie versprochen, ein Set vom Oswaldschen Weckern. Ja! Sagenhaft! Ich wusste, dass die Dinge auf Hochtouren laufen, wenn du dabei bist, Gameplayerin. Also sind wir bereit. Du bringst sie in dein Haus und dann wachst du morgen pünktlich auf, um mit Stitch abzuhängen. Ich frage mich, was passiert, wenn ich sie mit meinen Spezialschlüssel aufziehe. Oh oh. Ich nehme an, sie funktionieren wie vorhergesehen. Aufziehen wörtlich oder im übertragenen Sinne? Ja! Diese Antwort ist besorgniserregend. Sollte ich besorgt sein? Hm. Oh ja, klar, was immer du gesagt hast. Jetzt hast du mich beunruhigt. Hä? Wegen mir? Nein, ich bin ganz normal, versprochen. Aha. Ich bin schon ganz aufgeregt, meine neuen Wecker auszuprobieren. Okay, ich muss noch um einige Nebelpflichten kümmern. Ich melde mich später wieder. Nein! Nimm dir Zeit, meine Liebe. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich will endlich ins Bett gehen. Wir haben mittlerweile einen neuen Tag. Ich bin mehrfach hier drin gewesen und habe mich jetzt gefreut, diese blöde Quest, also nicht blöd, die ist schön, ne? Ihr wisst, was ich meine, diese Quest endlich abschließen zu können. Und habe mir gesagt, okay, kurz vorm zu Bett gehen, wirst du das jetzt noch eben abschließen, wenn du jetzt alles zusammengesammelt hast. Hab die letzte Runde gemacht, hab alles zusammengesammelt. Dann hieß es, die brauchen trotzdem noch mal 10 Zinnen und ich bin völlig am Ende. Ich bin völlig übermüdet gerade und ich möchte einfach nur schlafen und die sagen, ich soll in 10 Minuten wiederkommen. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass ich jetzt solche Ränder unter den Augen habe und mir eigentlich nur noch irgendwas mit einer Keule auf den Kopf geben möchte, um den Ganzen zu entkommen. Aber gut, wir werden weitere 10 Minuten warten. Also ich, ihr werdet keine 10 Minuten warten müssen. Ich mache hier mal einen kleinen Cut. Versuche keinen Nervenzusammenbruch zu bekommen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ihr Lieben, ich bin wieder zurück. Wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht und ich hoffe, dass ich jetzt endlich diese Quest weitermachen kann. Hey Oswald, wie gefallen dir die Wecker? Passen sie gut zu deinem Haus? Oh, ja, sie sind toll. Das ist schön zu hören. Kann ich sehen, wie du sie angeordnet hast? Ich liebe es zu sehen, wie die verschiedenen Dorfbewohner ihre Häuser dekorieren. Aha! Oh je, ich... tut mir leid, aber die Wecker machen alle ein Schläfchen. Das viele Ticken erschöpft sie ganz schön. Du verhältst dich ein bisschen seltsam. Oh. Ich? Nein. Ich tue so, als wäre ich beschäftigt. Warte, ich tue nicht so, sondern ich bin beschäftigt. Ich muss mich mit Stitch treffen, meine Klamotten waschen, meine Haare waschen und viele andere wichtige Dinge. Okay, deine Haare waschen? Habe ich gesagt, ich soll meine Haare waschen? Ich meine, mein Lager waschen, mein Haus, meine Güte, das ist ja ein richtiges Chaos. Das ist seltsam. Und wenn ich einfach vorbeikomme, während du unterwegs bist... Ach, okay, ich glaube, das Spiel ist aus. Ich muss es unverblümt sagen, Gameplayerin. Die Wecker sind weg. Sie sind da draußen und toben sich aus. Also, wortwörtlich? Ach, bitte nicht stinkig auf mich. Sei bitte nicht stinkig auf mich. Ich habe nur versucht, sie mit diesem speziellen Schlüssel, den ich bekommen habe, ein bisschen zu erheitern. Und im nächsten Moment trugen ihre kleinen Beine sie zur Tür hinaus und in die weite Welt der Insel der Ewigkeit. Und nun, keiner weiß, wo sie jetzt sind. Ich kann dir helfen, sie zu finden. Ich kann nicht zulassen, dass ein Haufen animierter Wecker herumläuft und alle aufweckt. Hast du eine Ahnung, wo sie hin sind? Oh nein! Oje,
Sie haben sich alle getrennt und sind in verschiedene Richtungen geflüchtet, Gameplayerin. Aha. Ich wette, du kannst in jedem Biom welche finden. Also gut, wir sollten das Land der Uralten, die funkelnden Dünen und den wilden Dschungel durchsuchen. Kannst du ein bisschen mehr über diese Wecker erzählen? Natürlich kann ich das. Welche davon willst du hören? Da gibt es Charleston, Foxtrot, Texas Tommy. Erzähl mir von ihnen. Charleston? Nun, Charleston ist sehr beliebt. Alle anderen Wecker lassen sich von seinen schwungvollen Tanzen inspirieren. Foxtrot? Foxtrot ist ein besonders stilvoll und intelligenter Wecker. Da werden die anderen Wecker ganz schön neidisch. Texas Tommy? Mann, dieser Wecker kann schwingen. Sie sind das, was man eine echte athletische Tänzerin nennen könnte. Willst du mehr über die anderen erfahren? Klar. Okidoki. Es gibt Lindy Hop, Tango, Shimmy und Swing. Erzähl mir von Lindy Hop und Tango. Ach, Lindy Hop ist ein echter Stadtwecker. Wenn sie tanzt, hat sie Schritte von allen Hotspots drauf. Und Tango, puh, so dramatisch. Erzähl mir von Shimmy und Swing. Bei Shimmy geht es um die Schultern, wenn sie tanzt. Das ist wirklich beeindruckend, denn ich hätte nicht gedacht, dass Wecker Schultern haben. Und Swing kann ihre Füße einfach nicht auf dem Boden behalten. Hast du sie alle selbst benannt? Und ob, ich sah mir an, wie sie sich bewegten und ihre Namen fielen mir ein wie ein Schlag auf die Birne. Wie wunderbar. Hoffentlich helfen mir diese Erkenntnisse, sie leichter zu fangen. Ja. Viel Glück. Hehe, du wirst es brauchen. Ja. Oh mein Gott. Kann man das auf der Karte auch sehen? Nee, natürlich nicht. Ich habe nämlich jetzt schon wieder vergessen, was sie gesagt hat. Ah, finde die Ausreißer. Ja, sie hat aber irgendwas gesagt hier in der Nähe, oder? Sie hatte doch was gesagt mit dem grünen Bereich hier. Ich lasse einfach mal... Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Oh, die Wecker sind, glaube ich, ein bisschen größer, als ich dachte. Hallöchen. Komm her. Na, komm her. Komm her, mein Kleiner. Okay, man muss anscheinend E drücken. Also gut, der erste war jetzt schon mal hier links neben dem Grasland. Man muss also auf verdächtige Bewegungen quasi Ausschau halten. Ich dachte, das wären jetzt so kleine, die irgendwo in der Ecke rumliegen. Naja gut, wäre Blödsinn, weil sie sind ja gerade bei ihm entkommen. Also das ist schon... Das war jetzt schon ein blöder Gedanke eigentlich von mir. Hier bewegt sich gerade nichts außer das Zotteltierchen. Aber das habe ich heute da hinten. Das habe ich heute schon mal... gefüttert, das wollte ich sagen. Bleibst du mal stehen hier? Hallo? Alter. Lauf doch nicht weg von mir. Ich kann doch nicht so schnell. Der ist nicht ernsthaft schneller als ich, ne? Ich muss den irgendwie versuchen, den Weg abzuschneiden. Was natürlich schwierig ist. Oh, okay, ich muss doch nichts drücken. Ich muss nur reinlaufen. Das war jetzt in der Lagune. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, ich habe hier immer noch nichts umgebaut. Würde es gerne, habe aber absolut keine Zeit dafür momentan. Weswegen ihr vielleicht so einigermaßen auch verstehen könnt, warum dieses Grinden dann noch immer so eine blöde Sache ist für mich. Ah, da ist einer, da ist einer. Nein, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Oh, Alter, warum sind die dreimal so schnell? Da unten ist er jetzt hingelaufen. So habe ich das Ganze übrigens jetzt schon mal angefangen hier zu machen. Jetzt ist er nicht nach oben gelaufen, ne? Ist das dein Ernst? Ja, warte mal. Ja, komm her, komm her, komm her. Nein, ich muss doch E drücken. Ah, verdammte Hacke. Ich muss doch E drücken. Und ich habe es nicht gemerkt. Wir können uns in der Zeit mal angucken, wie schön das hier schon aussieht. Ja, noch nicht so besonders gut, ich weiß. Jetzt stell du dich jetzt nicht in den Weg rein. Ah, ich hab's geschafft. Okay, also der ist jetzt hier so wilder Dschungelpromenade. Hier ist der so rumgelaufen. Moment, jetzt fehlen noch 4 Stück. Dann sind die wohl doch hier komplett drüber verteilt. Weil sie hatte eben nur was gesagt von 2 oder 3 Ecken. Moment, wo läuft der jetzt hier gerade hin?
Der war aber gerade hier irgendwo. Sehr schön. Also, im Grenzland habe ich jetzt noch einen entdeckt und gefangen. Hier ist gerade keiner, aber den Wirbel, den nehmen wir nochmal eben mit. So, Dagobert, vielleicht hast du einen gesehen. Du mit deiner komplett verbackten Event-Quest. Ja, es ist echt schade. Also die ersten Quests, die konnte ich euch ja noch aufnehmen. Und die konnte ich auch noch machen. Aber seitdem geht gar nichts mehr. Und ich habe von so vielen Leuten mittlerweile gehört, dass die das gleiche Problem haben. Allerdings die meisten konnten sogar die erste Quest gar nicht machen. Das ist schrecklich. Angeblich soll man sich ja ausloggen und dann wieder einloggen. Aber das funktioniert nicht wirklich. So, hier oben in der Ödnis haben wir auch nochmal einen gefangen. Ich vermute mal Richtung... was ist denn das da unten? Dieses kleine Fleckchen. Ich vermute mal, dass wir da auch noch einen kriegen. Nee, das ist Gaston, der hier rumläuft. Muss der gerade... Da hinten ist aber einer. Muss der gerade jetzt hier rumlaufen, wenn ich hier diese Wecker einsammeln muss? Oh Gott, wo ist der denn jetzt wieder hingelaufen? Nee, der ist noch hier. So, der ist aber eben hier gewesen. Na, komm, komm, komm. Ja. Fast, fast, fast. Ja. Perfekt. Das wäre dann einmal hier in der Steppe. Die sammeln wir auch direkt mal auf. Und ich denke mal, entweder dann da oben oder im Bereich vorne, dass wir da noch einen finden. Ich guck mal eben schnell hier oben, ob hier noch einer rumturnt. Direkt hier oben nicht. Oha. Macht das Geld hier. Aber da unten sehe ich jetzt bis auf Gaston auch keine Bewegung. Och, ja, bleibt doch wieder überall hängen. Das heißt, ich gehe mal stark davon aus, dass die irgendwo, ja, wo das Jeremie ist, vermute ich mal, könnte der noch sein. Ich hoffe jetzt nicht, dass die jetzt nur hier hinten in dem Bereich sind. Also hier in, nee, können ja auch gar nicht nur im Wüstenbereich sein, weil da hinten hatten wir auch schon ein paar. Da sehe ich nichts. Da sehe ich gerade auch nichts. Außer das Äffchen, was da hinten so niedlich wartet. Schnappen wir uns das hier nochmal. Hallo? Hebst du die mal auf? Die habe ich mich gerade noch im Inventar. Dann können wir die auch direkt mitnehmen. Ja, Charleston, als ob ich jetzt mir gemerkt hätte, wer von denen was für Eigenschaften hat und so. Ich denke mal, dass die aber eher hinten sind, oder? Ich glaube nicht, dass hier vorne noch einer ist. Da oben scheint auch keiner rumzulaufen. Vielleicht an den Docks noch, das könnte ich mir noch vorstellen. Weil das da ja auch ziemlich breitläufig, also weitläufig ist. Da ist ein Loch drin, ich dachte gerade schon. Hm, es könnte jetzt eine ellenlange Folge... Ah, da ist einer. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Ich wollte sagen, es könnte noch eine ellenlange Folge sein. Ich habe es jetzt ja mit mehreren Cuts gemacht. Aber sehr gut, wir haben auf jeden Fall schon mal alle. Oh mein Gott. Macht jetzt auch gerade wieder ein bisschen mehr Laune jetzt, wo wir nicht mehr so grinden müssen. Okay, ich habe alle fehlenden Wecker gefunden. Wow! Sie zwangen mich herumzurennen, aber ich muss zugeben, sie sind ziemlich süß. Das sind sie wirklich. Hm, was ist das? Ein Wecker? Warte, du redest mit ihnen? Tut mir leid, Gameplayerin, aber Foxtrot hier hat gerade gesagt, dass das noch nicht die letzten sind. Nein! Aha. Wir müssen uns auf die Suche machen und die letzten drei finden. Es gibt noch mehr. Ach, du weißt ja, wie es läuft. Die Wecker sagen, sie seien so aufgeregt gewesen, dass sie ganz aus dem Häuschen waren. Oh oh, warum wird's gerade nebelig hier? Und dann waren sie tatsächlich außer sich. Es sind einfach mehr von ihnen aufgetaucht. Wir müssen das stoppen, bevor es zu einem Weckerkrieg kommt. Nun, ich denke, ich mache mich wieder auf dem Weg. Hast du eine Idee, wo sie sich verstecken könnten? Klar, Tango sagte, dass Rumba vor dem Land der Uralten schwimmen geht. Okay, also... Ja, was heißt vor dem Land der Uralten? Also unten auf der Karte wahrscheinlich. Polonaise ruht sich unter einem Felsen im wilden Dschungel aus. Moment, Moment, Moment. Das mache ich nicht nochmal mit.
Also im Wasser, dann wilder Dschungel. War der wilde Dschungel jetzt hier? Ja, muss ja eigentlich, ne? Wilder Dschungel, Felsen. Ich vergesse das sonst wieder bis gleich. Also es ist so spät und ich bin so saumüde, es tut mir leid. Und der kleine Wälzer versucht, sich in den funkelnden Dünen zu bräunen. Funkelnde Dünen, okay. Ja, keine Ahnung, wo jetzt genau, aber ist zumindest schon mal ein Ansatz, wo wir hin müssen. Okay, danke für den Tipp. Ich mache mich wieder auf die Suche. Da das allerdings noch nicht alles war und die Folge noch ziemlich lange gegangen ist, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und den Rest gibt's dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.